Herzlich willkommen zurück zu V-Rising mit Arezu. Ich bin Arezu, dort laufen ein paar Gegner vorbei. Wenn die vorbeigelaufen sind, dann laufe ich weiter los. Am helllichten Tag, aber ich halte mich hier ein bisschen im Schatten auf. Dadurch kann ich tatsächlich überleben. Und hier haben wir Grayson, den Waffenschmied. In einem schattigen Plätzchen, das ist doch schön. Oh Gott, der packt hier einen Haufen Pfeilen hin. Das gefällt mir nicht so. Meine Bewegung ist sowieso schon durch die Sonne etwas eingeschränkt. Moment mal kurz. Okay, ich bin unverwundbar, während ich das anhabe. Ich denke, die Sonne kann mir immer noch was anhaben, aber ich kann die Fallen hier loswerden. Ich kann, während ich unverwundbar bin, nichts anderes machen, aber muss ich ja auch gar nicht. Damit habe ich ja schon mal etwas Sinnvolles, das ich tue. Au! Ah, da macht das schon wieder den Unsinn. Möglichst viel einsammeln und wieder zurück ins Dunkel. Au! Oh, da ist eine Wolke. Wolken sind schön. Au! Okay, wenn man sich davon treffen lässt, dann wird man rangezogen. Das ist auch nicht unbedingt unlässig. Oh, verdammt. Oh, verdammt! Aber kannst du mal bitte aufhören? Danke. Au. Ich muss mir merken, dass er diesen Wirbelangriff macht. So, ganz vorsichtig hier durch. Au! Oh, verdammt, das war nicht gut. Aua! Es wird mit dem Schatten gerade immer ein bisschen, immer noch komplizierter. Das ist nicht gut. Oh Gott! Okay, die Nacht ist angebrochen. Jetzt wäre es peinlich, wenn ich mich besiegen ließe. Okay, ich hab ihn. Gut, kein Problem. Ein unbeflecktes Herz und noch irgendwas? Gnadenlose Nachtstrahlstiefel. Okay. Nicht schlecht, denke ich. Ich gucke nur noch, ob wir hier noch anderes Zeugs haben, das wir vielleicht mitnehmen könnten. Schleifsteine, klar, immer gut. Ja, wir haben den nächsten besiegt. Wir haben... Was haben wir jetzt so freigeschaltet durch den? Wahrscheinlich was bei... Ah, bei Illusionen nicht. Bei Chaos nicht, bei Frost nicht. Was haben wir freigeschaltet durch den? Eine Blutfähigkeit? Popone Aegis, erzeuge ein Schild, vielleicht? Der dich oder das Ziel? Nein, das kenne ich schon. Oder? Okay, ich weiß nicht, was ich freigeschaltet habe. Egal. Wir heilen uns mal ein klein bisschen. Da
Da hinten haben wir noch eine Kiste, da will ich auf jeden Fall auch noch hin. Und auf dem Rückweg müssen wir gucken, ob die Silbermützen noch rumliegen, die ich gefunden hatte. Hi Leute. Na, bleib doch mal stehen. So, wunderbar. Und ich wollte zu der Kiste hier hinten. Ja, noch ein paar Schleifsteine und sowas. Ich gucke mir das meiste Zeug eher zu Hause an, deswegen keine Hektik da jetzt. Und hopp. Inzwischen habe ich relativ gut im Gefühl, wo ich hopsen darf und wo nicht. Hi Leute. Da hinten liegen meine Münzen. Ja, bei denen hier, die Scharfschützen können ja sich anpassen, wenn sie schon angefangen haben zu zielen, während die anderen eingeloggt sind dann. Das heißt, ich muss bei denen die Konterfähigkeit benutzen. Und da haben wir unsere 4 Silbermünzen. Und wir machen uns auf den Weg nach Hause. Möglichst schnell, auch wenn wir natürlich nicht so schnell sein werden jetzt, weil wir nicht wolfen können. Ja, ich habe immer noch nicht durchschaut, was hier der blaue Balken, der blaue Balken und der schwarze ist. Also klar, der blaue ist das aktuelle Leben, aber was ist der schwarze? Ich dachte ursprünglich, der schwarze wäre das, was wir uns maximal einfach so außerhalb des Kampfes heilen können. Aber der schwarze Balken geht eben auch nach vorne weiter. Das heißt, das kann es nicht sein. So, der war kein großes Hindernis. Ich habe kurz überlegt, ob das Rüstung sein könnte, also was von der Rüstung absorbiert wird, aber nein, das. Dann wäre ja nie der blaue Balken wirklich voll, ne? Ist er aber manchmal. Manchmal, wir können hier eventuell abkürzen. Hier sehe ich nämlich einen. Ja, den Weg über diesen Berg. Hier könnte man wahrscheinlich ein gutes Schloss bauen. Ich weiche hier ein klein bisschen aus, damit wir nicht dort in dieses Lager reinlaufen. Denn ich will eigentlich gerade gar nicht in ein Lager reinlaufen. Ich möchte eigentlich nach Hause. Und je nachdem, wie das dann mit dem Diener ist. Vielleicht ist das auch schon die letzte Folge dann jetzt. Ich sag schon, ich glaube, wir haben schon vor 4 Folgen oder so gesagt, dass es eventuell die letzte Folge ist. Und ein kurzes Outro dazu gemacht, bei dem ich gar nicht auf die Story eingegangen bin. Andererseits, wir haben hier nicht wirklich Story bisher. Wir haben natürlich Texte und die Texte sind nicht schlecht. Ich meine, sie sind nicht außergewöhnlich oder so, aber sie fallen nicht negativ auf. Wir hatten ein paar Tippfehler, aber das ist Early Access und das ist eine Übersetzung, also absolut verzeihlich. Man sollte es trotzdem melden. Das ist, bei Early Access müsste man sich eigentlich immer, wenn man sich seiner Verantwortung bewusst wäre, mit Notizzettel hinsetzen und Bug Reports schreiben. Da, jetzt haben wir den schwarzen Balken tatsächlich bis zum Ende und
Ja, der Blau füllt sich eben auch noch auf. Ich weiß nicht, wie man das deuten sollte. Und ich will auch nicht nachschlagen. Sowas sollte mir das Spiel eigentlich selbst mitteilen. Bei Survival-Spielen wird leider oftmals davon ausgegangen, dass die Leute einfach nachschlagen werden. Das heißt, man verlässt sich darauf, dass es irgendjemand schon mitbekommen hat. Und bis zu einem gewissen Grad ist das in Ordnung, was das Crafting zum Beispiel angeht, aber nicht was Spielmechaniken angeht. Die sollten tatsächlich erklärt werden. Ich meine, selbst wenn man kein Ingame-Tutorial macht, sollte man zumindest eine Ingame-Anleitung reinpacken, auf die man zugreifen kann. Aber die haben wir nicht. Hier, keine Anleitung. Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgeguckt jetzt. Das war nur Halbdemonstration. Und 6 Minuten noch was. Okay, sehr gut. Ich habe auf die Aufnahmezeit geguckt und wenn wir bei circa 17 ankommen, kann ich hier nochmal gucken. Okay, wir packen mal einen Bogen hier in den Verschlinger. Mal sehen, was da. Entschuldigung, die Armbrust in den Verschlinger. Mal sehen, was dabei rauskommt, Schönes. Okay, Stein und Holz, was man eben aus so einer Armbrust rausholt, ne? Da hatten wir einen Wolf bei uns zu Hause. Okay, wir packen Zeug in die Truhen. Bestand übertragen. Bestand übertragen. Bestand übertragen. Ich habe schon mal gesagt, in Terraria, die Mechanik war dafür sehr, sehr gut. Man hat einmal auf an Kisten in der Nähe übertragen oder so gedrückt und das war's. So, okay. Dann gucken wir, in welche Kisten wir hier noch was machen können. Da kommt das rein. Da. Oh, kein Platz mehr. Dann kommt das hier rein. So, dann. Hier haben wir das Papier. Das brauchen wir. Forschungstisch. Denn erstmal Sortiment einfacher Kerzenständer wird erforscht. Sortiment von Prophezeiungsvasen wird erforscht. Gnadenlose Nachtschwertstiefel werden erforscht. Das war alles, was wir so erforschen könnten. Und jetzt haben wir noch was entdeckt, nämlich Blutrosengebräu. Ein Gebräu, das 4% deiner maximalen Gesundheit alle 1 Sekunde für 10 Sekunden wiederherstellt. Okay, also 40% der Gesundheit. Der Heileffekt ist im Kampf begrenzt und bricht bei erlittenem Schaden ab. Trotzdem, durchaus was Gutes. Was ziemlich Gutes. Wir haben den Heiltrank gelernt. Außerdem haben wir hier ein Sonnenwiderstandsgebräu, aber. Das brauchen wir gerade nicht. Denke ich. Zack. Dann bringen wir noch schnell. Achso, Moment mal kurz. Wir müssen mal gucken zum Reparieren. Hier brauchen wir Leder. Bin sicher, wir haben irgendwo Leder. Da haben wir Leder. Sehr schön. Was brauchten wir noch? Nichts weiter? Okay. Reparieren. 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 Hier brauchen wir Knochen für. Reparieren. Ja, wir werden schon irgendwo wieder Knochen finden, ne? Das können wir irgendwann unterwegs machen. Oh, das Schwert muss noch gemacht werden. Hört doch mal auf, mein Zeug anzugreifen. Da haben wir Knochen gefunden. Ich weiß nicht, was ist. Wenn das Schlosszentrum angegriffen wird, dann. Ja, dann regeneriert es sich vom Angriff. Aber mehr weiß ich hier nicht. Die Geräte funktionieren weiter. Also alles funktioniert weiter. Aber es sagt mir eben, es regeneriert. Das ist es. Okay, Schwert. Schwert, Schwert. Achso, da ist es. Wir brauchen 4 Bretter und 4 Kupferbarren. Da haben wir Kupferbarren. Da haben wir Bretter. Wir reparieren unser Schwert. Wir packen die Bretter zurück. Packen die Kupferbarren zurück. Wunderbar. So. Gleich beginnt der Tag wieder. Können wir hier mal ein bisschen uns um die Bäume kümmern, nehme ich an.
So, dann wollten wir hier noch in den Schmelzofen weiteres Kupfer packen. Reicht wieder für einen einzelnen Dings da. Für einen einzelnen Barren. Ja. Was sonst? Das Schloss wird noch für 5 Tage noch was betrieben. Alles gut. Mit Nebelfeuerschale wird nicht effektiver, wenn es auf irgendeinem speziellen Grund steht. Das hier braucht einen Schmiedeboden. Einen Schmiedeboden kann ich tatsächlich herstellen. Die Frage ist, ob ich das wirklich brauche hier gerade. Ich würde fast sagen, nö. Oh, aber Moment mal, ich kann Schleifsteine jetzt herstellen, ne? Vielleicht sollten wir uns mal angucken, was wir dafür brauchen. Bisschen gefährlich hier, dass wir... Okay, wir brauchen dafür... Ach Gott, wir brauchen Kupferbarren und Steinstaub. Steinstaub ist kein Problem, aber Kupferbarren... Ich meine, wir können in die Kupfermine gehen, wenn wir tatsächlich mal was brauchen. Ein Ausflug dahin und wir hätten eine ganze Menge. Was mache ich hier hinten eigentlich? Ich wollte vorne aufräumen. Ja, hatten wir jetzt gerade noch irgendwas? Hier Böden, wir haben Werkstattbodenbelag haben wir, Schmiedebodenbelag und Alchemiebodenbelag. Also wir haben jetzt schon unterschiedliche, das ist schon mal schön. So, wir sammeln uns Holz. Einfach um ein bisschen uns die Zeit zu vertreiben. Die Aufnahme sagt, also mein Aufnahmeprogramm, wie gesagt, wir sind bei 17 Minuten noch was. Aber ich nehme an, es war 17:30 oder so dann, wenn wir tatsächlich den Diener einsammeln können. Das heißt, wir machen den einen Baum hier noch und dann gehen wir zurück. So, wunderbar. Einzelne Bäume hier stehen lassen ist ganz gut wegen des Schattens immer. Und sehr gut abgeschätzt. Gib deinem neuen Diener einen Namen. Ein Wilddieb. Robin. Und aufsteigen. Hallo, Robin. Pass auf, dass du nicht in die Sonne läufst. F für Diener-Inventar, okay. Ah, ich kann dem Rüstung geben und so. Diener-Sarg. Ruf den Diener zum Sarg. Tötet den Diener, um den Sarg zu leeren. Okay. Er patrouilliert momentan. Okay. Ah, Moment. Wir können den Schlossthron freischalten. Da können wir wahrscheinlich Aufträge geben. Ja. Ich bin bereit, dieses Land zu regieren. Befehlige deine Diener vom Schlossthron aus. Kein Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein Problem. Okay, dann unter Produktion, Dominanz, Schlossthron, Steinziegel, kein Problem, Eisenbarren, Problem, verbesserte Blutessenz, kein großes Problem. Okay, wo bekomme ich Eisenbarren her? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dafür das Rezept noch gar nicht habe. Eisenbarren, da. Braucht Eisen, braucht 20 mal Eisenerz natürlich. Kann nicht teleportiert werden. Okay, wir werden in dieser Reihe nicht mehr sehen, wie wir Diener kommandieren. Tut mir leid. Wir sind bei fast 20 Minuten. Ich würde sagen, wir machen das tatsächliche Ende der Serie hier. Also, ich habe das ja schon mal gemacht, ne? Also, Grafik finde ich sehr gut, die haben den Hostier hier gut gemacht. Die haben einen Haufen sehr interessanter Spielmechaniken drin. Also das, was ich immer wieder toll finde, ist eben das mit dem, dass man tatsächlich im Schatten umherlaufen muss. Ich habe es vor 1-2 Folgen gesagt, dass man tatsächlich dieses Gefühl hat, dass man als Vampir dort, als dieses Böse rumlauert und wartet, dass die Nacht endlich reinbricht. Die Kämpfe... Ja, je mehr man reinkommt, desto mehr Mechaniken sieht man da und es wirkt ziemlich cool. Wir haben nicht so viele Fähigkeiten, aber
Wir haben ja auch noch einige, die wir freischalten könnten, ne? Das System über, dass man die Rezepte und Fähigkeiten von den Gegnern bekommt. Ich denke, ich find's okay. Ich glaube, es würde einige Leute abschrecken. Ich persönlich find's okay. Man kann eben auch diese Rezepte dann so bekommen, das ist schön. Man kann hier zu den verschiedenen Stellen teleportieren, was ich für sehr cool halte, weil man, wenn ich jetzt zum Beispiel Wollfäden bräuchte, würde ich eben nur mit dem teleportierbaren Zeug hier hingehen, dort jagen. Oh, das ist für Schriftrollen. Hier müsste ich hin. Und ja, dann den Weg eben zurücklaufen. Oder hier für Schleifsteine zu diesem Vampirportal und so weiter. Also, ich finde das auf jeden Fall gut gemacht. Story habe ich schon mal gesagt, nicht wirklich was. Ja, also was ich auf jeden Fall mir wünschen würde, ich weiß nicht, ob es drin ist, dass man die Schlösser tatsächlich auf mehreren Stufen bauen kann. Ich weiß, dass es Handel gibt. Ich habe keine Ahnung, wie der Handel funktioniert. Ich weiß, dass ich die Diener losschicken kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was noch? Bestimmt noch einiges. Also, ich habe jetzt fast 7 Stunden oder so gespielt und fühle mich, als hätte ich an der Oberfläche gekratzt. Was nicht ganz stimmt. Ich meine, wenn wir uns die Karte angucken, ich habe über ein Viertel der Karte erforscht. Aber bei einem Survival-Spiel geht es normalerweise eben nicht nur darum, die Karte zu erforschen, sondern eben dann auch daraus zu machen, was man eben machen möchte, ne? Also wir würden jetzt dann eben ein wirklich großes Schloss bauen wollen. Und gerade deswegen bräuchte man dieses Dreidimensionale. Das ist was ganz Interessantes. Man muss am Anfang immer die Dinge farmen, aber wenn man sie genug gefarmt hat, dann kann man sie neu herstellen. Die Schleifsteine zum Beispiel. Ich könnte jetzt Schleifsteine herstellen. Vorher hätte ich sie immer farmen müssen. Das ist eine interessante Mechanik. Also dadurch hat man definitiv ein Fortschrittsgefühl. Generell, das Fortschrittsgefühl auch bei den Kämpfen ist sehr gut gemacht. Bisher wirkt es noch nicht so, als würden die Kämpfe langweilig werden. Es kann später sein, dass es ist. Dass es so ist. Das Vampirgefühl kommt gut auf, nicht nur wegen der Blutfähigkeiten, sondern gerade wegen des Blutvorrats. Das ist ein geniales System. Ich finde es toll. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie man spielen möchte. Man kann nicht immer so spielen, zumindest nicht auf größter Effektivität. Aber ja, man kann dann eben sich das entsprechende jagen und dann so kämpfen, wie man kämpfen möchte, wenn man es gefunden hat. Und ich habe das Gefühl, die Blutqualität allgemein scheint ein bisschen höher zu werden. Ich hätte gedacht, dass es einfach generell, wenn wir in die höheren Gebiete gehen, so wird. Aber ich glaube auch, je höher unser Level ist, desto höher wird die Blutqualität, die wir so im Schnitt finden. Also hier hinten haben wir immer noch sehr viel Qualität auf 1, 2, aber manchmal auch ziemlich hoch. Also ich denke, das ist eine Mischung aus beiden. Je weiter wir reingehen, desto höhere Qualität haben wir, aber auch je höher unser Level ist. Das ist aber rein spekulativ. Also ja, momentan ist es, wenn diese Folge rauskommt, schon lange nicht mehr. Reduziert auf 15 Euro oder so noch was. Ich denke, das wäre es wert. Ich habe nicht genug Geld, aber ja, es ist ein cooles Spiel. Und es wird wahrscheinlich noch cooler, weil es ist im Early Access. Also, schaut es euch an. Ich meine, ihr habt euch jetzt hier schon angeguckt, nehme ich an. Also, wenn es was für euch ist, unterstützt die Entwickler und so. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Reihe. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.